Ah, ich kümmere mich erstmal hier ein bisschen drum. Ist mich gerade nicht. Gerade nicht gepasst hier. Deswegen mache ich das mal gemerzgeschickt von andersrum wieder. Um ein bisschen Zeit zu gewinnen. Das Blöde ist, dass die Leute alle dann wieder leben. Ich bilde mir doch nichts ein. Doch. Nichts. Ich sollte ohnehin besser zurück. So, das haben wir. Jetzt war da noch irgendwie hier einer. Haben wir auch. Kann ich mich nicht einfach ans Fenster setzen? Sperrgebiet. Sperrgebiet, du Sperrgebiet. Einmal links, einmal rechts herum. Was war denn mein Freund? Oh, ich komme von anders. Ah, oh, hier ist ein Ding. Danke. Ach, wir können noch. Haben wir noch so eine? Ja. So. Problem, nächstes Problem gelöst. Manchmal kennt man gar nicht, wo was ist und so. Vergessen. Große Taten erfordern Geduld, liebe Freundin. Wenn Paris noch etwas länger leiden muss, um die Welt umzugestalten, dann muss es so sein. Warum beseitigen wir ihn nicht einfach? Einer meiner Männer, ein Messer, eine dunkle Gasse, ein Kinderspiel. Wir brauchen einen Sündenbock, Kapitän, keinen Märtyrer. Übt euch in Geduld. Bei allem Respekt, Großmeister. Geduld ist schön und gut. Doch je länger wir warten, desto größer die Gefahr der Entdeckung. Die Assassinen fanden Suvert und den Roi de Thun bereits. Suvert und der Roi haben ihren Zweck bereits erfüllt. Ihr Ableben ist zwar unerfreulich, aber kein Hindernis. Und die Assassinen haben ihren Nutzen unter guter Führung schon bewiesen. Was ist mit de la Serres Brut? Wenn sie die alte Garde um sich scharen kann, wird sie zu einer Gefahr. Darüber macht euch mal keine Sorgen. Wieso nicht? Mademoiselle de la Serres macht sich bald auf den Weg zum Hotel Voisin, zu einem Treffen mit Monsieur Lafrenière. Leider kann Monsieur Lafrenière ihr nichts mehr sagen. Elise. Elise? Gratuliert, Großmeister. Doch ihr hattet auch schon Reibereien mit den Assassinen. Bei allem Respekt.
Euer Glück kann nicht ewig währen. Dann überlasse ich die Ausführung unseres Planes euch, meine Damen und Herren. Oh, das Blöde ist jetzt... Was kostet diese Scheißfähigkeit zum Knacken? Schleichen. Sechse. Kann ich schon knicken. Abrollen. Wäre das Einzige. Geil. Ins Sanktuarium zurückziehen und auf die letzte Phase warten. Wer probiert es jetzt nochmal? Ist das gut so, Kapitän? Ich verdreifache die Wachen. Wie ihr wünscht. Möge der Vater des Verstehens euch leiten. Möge der Vater des Verstehens uns leiten. Nee, schaffe ich nicht. Ne. Aber zum einen. So, Problem gelöst. Vorerst. Stoppt den Spion der Royalisten! Fangt ihn! Ausgänge sichern! Der Spion wird versuchen zu fliehen! Dü-d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 ü-